Worum geht es eigentlich, wenn es um Wirtschaft geht? Bestenfalls geht es dann nicht um die aufgrund kurzfristiger Profiterzielung Ausbeutung von Mensch und Natur. Wenn es so wäre, dann wäre Wirtschaft, Krieg und Wirtschaftsberichterstattung, Kriegsberichterstattung. Man würde hören Geschichten vom Kampf aller gegen aller, in der nutzenmaximierende, zweckrationale Wirtschaftstiere übereinander herfallen und der Gewinn des einen, der Verlust, die Niederlage, ja der Tod des anderen ist. Geht Wirtschaft auch anders? Jedenfalls, wie auch immer Wirtschaft geht uns alle an. Wirtschaft betrifft uns alle, Wirtschaft ist bestenfalls, vielleicht kann sie es sein, ein Gesamtkunstwerk. Wirtschaft für alle heißt deshalb der Titel unseres heutigen Abends. Ich bin Philipp Kovtsche und ich freue mich, im Gespräch zu sein mit einer Journalistin und Unternehmerin, die Politik und Soziologie studiert hat, die dann 10 Jahre beim Manager-Magazin gearbeitet hat, die dort ein Wirtschaftsmagazin ausgegründet hat, Econi, und mit diesem Team dann im Jahre 1999, vor jetzt 25 Jahren, im gleichen Jahr, in dem in Basel das Unternehmen Mitte gegründet wurde, gründete sie das Wirtschaftsmagazin Brand 1, das dieses Jahr, wie gesagt, sein 25-jähriges Jubiläum feiert und ist somit eine Unternehmerin, eine Journalistin, eine Gründerin und die Chefredakteurin des Wirtschaftsmagazins Brand 1. Herzlich willkommen heute Abend hier in Basel, Gabriele Fischer. Vielen Dank, danke schön. Herzlichen Dank. Liebe Gabriele, pathetisch gesagt, habt ihr Geschichte geschrieben, hast du Geschichte geschrieben, indem du Geschichten schreibst, indem ihr Geschichten schreibt. Wie war vor 25 Jahren am Beginn von Brand 1 die Ausgangslage, die euch dazu bewegt hat, andere Geschichten von Wirtschaft erzählen zu wollen, ja, selber vielleicht auch eine andere Art von Wirtschaft im Journalismus betreiben zu wollen? Vielleicht gibst du uns einen kurzen Einblick in diese Situation vor 25 Jahren, als das begann, was seit 25 Jahren deine Mission ist. Ich glaube, da muss ich 26 Jahre zurückgehen, weil Econi der Anfang war. Und Econi war die Erkenntnis, die ich damals hatte, weil ich beim Manager Magazin eine Geschichte geschrieben habe über Wissen. Und Wissen als Wissen ist Geld, hieß damals die Geschichte. Und ich habe mich damals schon mit Leuten unterhalten, die darüber nachdachten, wie sehr sich die Wirtschaft verändert, wenn Wissen neben Arbeit und Kapital der wichtigste Produktivfaktor wird. Was verändert sich dann? Und wenn man das zu Ende denkt, dann verändert sich innerhalb der Unternehmen alles, aber auch innerhalb der Gesellschaft und, und. Das trieb mich damals um und ich habe dann gesagt, wir müssen ein Magazin machen dafür. Und dann sagte mein damaliger Kollege in der Chefredaktion, sagte, dann machen wir ein Ressort. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das geht nicht. Weil wenn wir das ernst meinen, dann ist alles, was wir in unserem Wissensressort schreiben, das Gegenteil von dem, was ihr vorne in den Unternehmensgeschichten, also den Konzerngeschichten beschreibt. Also wird das nichts werden. Und dann haben wir eine Ausgründung gemacht, Econi. Und die war grandios. Die wurde auch sehr hoch gelobt von den externen Journalisten. Aber die war im Spiegel vom ersten Tag an ein Fremdkörper. Weil wir fanden Wirtschaft gut, wir fanden Wirtschaft interessant. Wir dachten, da passiert was Neues, da kann was Neues entstehen. Und wir sind dann nach der zweiten Ausgabe eingestellt worden und haben dann erst Brand 1 gegründet. Auf dem Weg dorthin gibt es zwei Sachen, die wichtig sind. Erstens, wir hatten bei Econi gelernt, dass es erstens Menschen gibt, die die Art von Wirtschaftsberichterstattung, die wir machen, interessant finden. Und diese Wirtschaftsberichterstattung hatte zwei Grundsätze. Der erste war, wir wollten, dass jeder, auch wenn er kein Wirtschaftsstudium hat, die Geschichten, die wir schreiben, versteht. Weil Wirtschaft geht uns alle an. Und wenn wir Wirtschaft in der Geheimsprache machen, was damals noch sehr üblich war, dann werden wir nie dazu kommen, dass Wirtschaft etwas wird, was wir alle betreiben und alle verändern können. Also musste es jeder verstehen. Und das Zweite, was uns damals beim Econi umtrieb, war, dass wir gesagt haben, wir gucken auf die neuen, modernen Unternehmen, die damals gerade im Entstehen waren. Softwareunternehmen, Biotech, alles, was da so war.
Und auf dem Weg zu Brand 1 war dann klar, dass diese jungen Unternehmen und die sogenannte neue Wirtschaft eigentlich zu schnell groß geworden war und dass die nicht mehr jemanden brauchte, der sie jetzt pampert und groß macht, sondern auch einen kritischen Begleiter. Und deswegen war Brand 1 von Anfang an nicht ein Magazin für Startups, sondern ein Magazin für Wirtschaft, für eine neue Form von Wirtschaft, weil wir davon überzeugt waren, dass sich jedes verdammte Unternehmen wird verändern müssen, wenn das passiert, was von dem wir überzeugt waren, dass es passiert. Und so ist es gekommen. Das heißt, du würdest sagen, damals war Wirtschaftsberichterstattung irgendwie noch im Industriezeitalter hängen geblieben. Und ihr habt einen neuen Trend in der Wirtschaft aufgenommen und gesagt, das bedarf neuer Geschichten, einer neuen Betrachtungsweise, die mehr ist als ein anderes Ressort, nämlich Industriezeitalter-Wissen. Ja, also es war schon eine andere Form von Wirtschaftsberichterstattung. Wir sahen auch anders aus. Also wenn man sich die Magazine von damals anguckt, dann waren Wirtschaftsmagazine damals sehr streng und auch nicht wirklich schön, also das, was ich unter Ästhetik verstehe. Und wir hatten ja mit Mike Malré einen Artdirektor, der sehr Wert darauf legte, dass wir diese Form von Wirtschaft attraktiv darstellten, dass die auch spannend ist, dass die auch witzig ist, dass die Spaß hat. Bis heute hat Brand 1 jede Menge Spaß. Also das gehörte alles dazu und das war nicht unbedingt vor 25 Jahren Teil der Wirtschaftsberichterstattung. Es war damals auch noch sehr viel mehr, auch als ich beim Manager Magazin war, dass es tatsächlich Wirtschaftsberichterstattung für eine bestimmte Klientel gemacht wurde. Und von der wollte man verstanden und auch befeiert werden. Und man wollte nicht unbedingt Kreti und Pleti erklären, wie Wirtschaft funktioniert. Das wollten wir. Und musstet ihr euch selber als Unternehmen, selber als Medien-Startup auch ganz anders aufstellen als klassische Zeitungsverlage, Wirtschaftsmagazine, um diesen neuen Geist des Wissens dann auch in eurer eigenen Unternehmensbiografie anders, besser entsprechen zu können? Das klingt so, als hätten wir eine Wahl gehabt. Das hatten wir nicht. Als wir angefangen hatten, waren wir eine Tochtergesellschaft eines großen Verlages. Der hat uns nach der zweiten Ausgabe eingestellt. Dann waren wir ein Start-up. Wir haben dann in der Nacht beschieden, dass wir weitermachen. Dann haben wir Investoren gesucht. Dann haben wir keine gefunden und waren nach der zweiten Ausgabe pleite. Dann haben wir an einen mittelständischen Verlag verkauft. Der hat bis zum Ende nicht begriffen, was er eigentlich da eingekauft hat. Dann haben wir uns mit dem geprügelt, 6 Monate lang. Und am Ende ist irgendwie geschafft, dass er mir mein Wettbewerbsverbot zurückgab und die Marke Econy behielt. Und dann konnten wir mit Investoren, die wir mittlerweile gefunden hatten, Brand 1 anfangen. Wir hatten dann Investoren, wir hatten tatsächlich ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr die Möglichkeit zu überlegen, wie man sowas jetzt richtig macht. Aber dann war 2001 und dann war 9/11 und dann waren unsere Investoren auch pleite. Also von daher, die Vorstellung, wie man das jetzt richtig macht, so ein Unternehmen aufzubauen, davon hatten wir ehrlich gesagt, dafür hatten wir nicht so viel Zeit, sondern wir sind ein bisschen vorangestolpert. Aber man lernt ehrlich gesagt beim Stolpern viel. Und ihr seid verhältnismäßig hierarchiefrei dann gestolpert, wenn ich das verstehe, dass ihr als Team damals erst auf der Straße und dann an eigenen neuen Redaktionstischen gesessen habt. Wir waren das schon zu Spiegelzeiten, was ungewöhnlich war für den Spiegel, hard to go, weil eigentlich wollte er immer, dass die Chefredaktion alles vorstellte und ich habe immer gesagt, wir sind ein Team, also sind wir immer alle zusammen angerückt, was die sehr befremdlich fanden, ehrlich gesagt. Und dann, nachdem wir eingestellt waren und war klar, alle Kollegen hatten Einjahresverträge, das kriegt man, wenn man so eine Redaktion macht, dann hatten die einen Einjahresvertrag, wir sind nach einem halben Jahr eingestellt worden, also hatten die noch ein halbes Jahr auf Tarif. Ich hatte keinen Einjahresvertrag, weil ich einen Rückfallvertrag hatte, den ich aber um keinen Preis der Welt haben wollte. Und von daher haben die Kollegen dann gesagt, okay, wir bleiben ein halbes Jahr dabei. Und wenn es, wenn wir so nach, also in 11 Monaten feststellen, dass wir das nicht schaffen, dann müssen wir uns was Neues suchen und ansonsten bleiben wir dabei. Und damit war von vornherein klar, es war allerdings schon vorher so, dass wir immer ein Team waren und dass wir nicht so, in Entwicklungsredaktionen hast du selten wirkliche Hierarchien, also wenn die Leute halbwegs bei Trost sind.
Und also von daher war es nicht so schwer, es war kein Übergang dahin. Aber das hat sich eigentlich in Teilen gehalten bis heute, wobei wir mittlerweile größer sind und auch unterschiedliche Abteilungen haben und unterschiedliche Sachen machen. Und jede Abteilung hat ihre eigene Kultur, das ist so. Du hast gesagt, eine wichtige Mission für euch war von Anfang an, ökonomische Aufklärung zu betreiben. Geschichten aus der Wirtschaft so zu erzählen, dass sie jeder verstehen kann und dass sie kein Eingeweihtenwissen bleiben. Hat man euch im Verfolgen dieser Mission vorgeworfen oder kann man euch vorwerfen, dass ihr unkritisch über Wirtschaft berichtet habt, dass ihr nicht die großen Heldengeschichten und den großen Fall der großen Manager-Tycoons erzählt habt, sondern eben anders, lustvoll, ästhetisch von neuen wirtschaftlichen Tendenzen berichtet habt. Vielleicht gibst du uns mal einen Einblick in die Hauptkritikpunkte eben, was man euch da dann vorgeworfen hat von journalistischen Kollegen, aber auch was für ein Misstrauen es vielleicht in so einer Art von Wirtschaftsberichterstattung gab. Also am Anfang waren wir alles von Scientology abwärts, weil man nicht verstanden hat, was wir da tun. Und tatsächlich ist der Hauptvorwurf, dass wir keine Missmanagement-Geschichten schreiben, sondern wir erzählen Geschichten. Wir erzählen Geschichten mit allem, was schief geht. Aber für uns ist, wenn etwas schief geht, nicht ein Grund, jemanden zu verurteilen, weil wir ja selber ständig mit einem Bein im Pleite stehen. Dann wird man sehr demütig im Umgang mit anderen. Sondern weil wir, wenn wir uns die anderen Unternehmen, wenn wir uns Unternehmen angeguckt haben, eben immer geguckt haben, was die machen, ob die das ein gutes Unternehmen haben und auch mit einem guten Unternehmen kannst du scheitern. Das war ganz bestimmt anders. Was für uns aber von Anfang an sehr, sehr stilbildend war, dass wir gesagt haben, wir beschreiben ja den Weg in eine neue Form von Wirtschaft. Also das Schlagwort damals war Wissensgesellschaft. Ne? Wir haben nicht mehr Industriegesellschaft, wir verlassen die Industriegesellschaft und gehen in eine andere Form von Wirtschaft, in der Wissen eine größere Rolle spielt, als das früher der Fall war. Zumindest definiert. Das ist immer, du bleibst immer schwammig, wenn du das so machst. Aber bleiben wir mal dabei. Und wenn man in ein neues Land fährt, dann ist es nicht so gut, unaufhörlich zu sagen, was alles schwierig ist und was alles schief läuft und wie furchtbar das alles ist und dass das ja schon wieder zu trocken ist und dass da ja schon wieder kein Kaktus steht. Sondern es ist sehr, sehr viel schlauer, wenn man in ein neues Land fährt und neugierig ist, offenen Auges, alles beguckt, was da so ist. Und das war unsere Haltung. Wir waren sehr neugierig. Wir haben geguckt, ob wo Wissensgesellschaft sich schon zeigt, also wo neue Formen von Unternehmen sind. Ob es neue Formen von Management gibt, ob es wie sich Wirtschaft in den Unternehmen, aber auch daneben in der Gesellschaft verändert und haben das beschrieben. Und wir haben auch beschrieben, wenn das nicht so doll gelaufen ist, aber dann muss man nicht verurteilen, sondern man beschreibt einfach, was nicht so gut läuft. Das ist, ja. Und würdest du sagen, wir sind heute gesamtgesellschaftlich, vielleicht global, in genau dieser Wissensgesellschaft angekommen, für die ihr euch damals nicht zuletzt gegründet habt, in die hinein ihr gegründet habt? Oder kann man Digitalisierung, KI auch ganz anders deuten? Geht es da um Wissen oder geht es da um eine neue Reindustrialisierung von Rechenmaschinen, die das Wissen dann doch vielleicht gar nicht wiederum so wichtig erscheinen lassen, das Wissen als Know-how des Einzelnen, wie es zu Beginn der Träume von der Wissensgesellschaft vielleicht am Horizont aufschien? Wir haben von Anfang an immer gesagt, dass Information nicht gleich Wissen ist, sondern wir brauchen Informationen, um Wissen zu entwickeln. Und die Informationsgesellschaft war ja das, was dann erstmal auf uns zugekommen ist. Die hatte noch nicht viel mit Wissen zu tun. Und die Hoffnung, dass sich das weiterentwickelt und dass wir mit den Bausteinen, den neuen Möglichkeiten, die da ist, eine andere Form von Know-how, von Überblick, von Möglichkeiten kriegen, die haben wir immer gehabt. Wir haben immer Firmen gefunden, die das auch so entwickeln. Aber im Großen und Ganzen muss man schon feststellen, dass nicht alles so gelaufen ist, wie wir kleine Redaktionen uns das vorgestellt haben. Viele Entwicklungen sind nicht ganz so weit gekommen. Wir haben nicht mit Social Media gerechnet. Wir haben nicht mit
den Einflüssen gerechnet. Wir hätten nicht gedacht, dass Wissen als, also dass der Wandel von der Industrie zur Wissensgesellschaft, der ja stattfindet. Wir haben deutlich weniger Industriearbeiter, wir haben deutlich mehr Akademiker. Dass das unterm Strich dazu führt, dass sich ein wichtiger Teil der Bevölkerung abgehängt fühlt und anderen politischen Parteien zuwendet, die jetzt nicht meine sind. Also die ganzen Verwerfungen, die damit einhergegangen sind, mit dieser Entwicklung, haben wir uns so nicht vorgestellt. Und ich bin immer begierig darauf, jetzt gerade im Zusammenhang mit KI zu hören, dass dir kluge Leute erzählen, dass es jetzt, aber jetzt wirklich kommt. Ich würde gerne darauf hoffen, wir werden es weiter begleiten und beobachten, aber es ist natürlich auch da wieder so, dass es nach rechts und nach links gehen kann. Ich glaube, dass wir in den vergangenen Jahren schon erlebt haben, dass viele gute Möglichkeiten da waren, dass es aber nicht immer zum Guten ausgegangen ist und dass wir uns sehr darum kümmern müssen, dass es zum Guten ausgeht. Wenn ich mich recht erinnere, habt ihr aber von Anfang an auch in Serien nach sozialen Innovationen, auch nach sozialen politischen Innovationen gefragt. Das heißt, wenn man so will, die soziale Frage auch der Wissensgesellschaft habt ihr von Anfang an bewusst mit reflektiert, damit genau diese Tendenz, die du gerade beschrieben hast, vielleicht auch politisch... Hat ja keiner auf uns gehört, Philipp. Das hat keiner auf euch gehört. Auf uns, auf mich hat auch nie jemand. Ja, es ist schrecklich, aber es ist halt, wie es ist. Aber wir haben das Gute ist, auch Moderatoren sollte man nicht hören, sondern Moderatoren sollen sich etwas sagen lassen. Also wir haben von Anfang an in der dritten oder vierten Ausgabe haben wir, hieß der Schwerpunkt oder hieß die Titelgeschichte die Herausforderung der neuen Wirtschaft teilen. Weil wir damals gesagt haben, wenn das so ist, wie wir uns das alles in unseren kleinen Büros vorgestellt haben, wenn das so ist, dann werden wir mit sehr viel weniger Menschen sehr viel mehr Produktivität herstellen können. Dann werden nicht mehr Autos das Wichtigste sein, sondern Informationen, Gesundheit, Wissen und die Produkte sein. Und dann werden wir umbauen müssen. Dann werden wir dafür sorgen müssen, dass Menschen, die jetzt im Moment noch Arbeiten machen, die dann nicht mehr gebraucht werden, weiterhin an unserer Seite bleiben, diese Entwicklung gerne machen wollen und deswegen muss es ein Grundeinkommen geben. Das war, wie gesagt, die dritte oder vierte Ausgabe, in der wir immer wieder versucht haben, oder über die ganze Zeit, haben wir immer wieder versucht, die Folgen der Entwicklung, die wir nicht für revidierbar halten. Also das ist halt das andere, ne? Das kann man doll finden oder nicht so doll finden. Man kann es in den 50er Jahren ganz supi gefunden haben, aber die sind halt vorbei. Und wie man diesen Wandel, den wir haben, wie man den abpolstern kann, damit haben wir uns von Anfang an sehr beschäftigt. Ja. Eure Jubiläumsausgabe 25 Jahre Brand 1 zeigt auf dem Titel den Slogan Geld für alle bzw. Held für alle. Und dann gibt es einen Untertitel, der lautet, echte Helden investieren ins Gemeinwohl. Ich will auf den unscheinbarsten Aspekt dieses Untertitels hinaus, nämlich das Investieren. Weil mir scheint, dass die klassische Logik der Gemeinwohlökonomie im Industriezeitalter war, echte Helden spendieren fürs Allgemeinwohl und ihr entwickelt, entdeckt, beschreibt ein neues Heldentum in der Wirtschaft, das sozusagen eine Art Primärphilanthropie, so nannte es der Philosoph Peter Sloterdijk in einer Laudatio auf Götz Werner einmal, eine Art Primärphilanthropie betreibt, heißt, Wirtschaft ist grundsätzlich gut oder hat sich danach zu richten, hat darauf zu schauen, wie man in das Gute investiert, nicht das Gute noch nebenher irgendwie subventioniert, sondern wie das Gute etwas ist, wie die Gesellschaft, die wir wollen, etwas ist, wie die Wirtschaft für alle etwas ist, in die investiert wird, in die man mit neuen Ideen hineingeht. Ist das im bescheidenen kleinen Untertitel und in dem Verb investieren nicht auch eine fundamental andere Beschreibung dessen, wie man Allgemeinwohl adressiert, als es üblicherweise in der Wirtschaft getan wird? Ja, aber was ist die Frage? Ja, natürlich ist es das. Und ich finde auf der anderen Seite, wir sollten darüber, also ich möchte weder, wir sind immer gefragt worden, warum wir keine Stiftung sind. Und wir sind, um es ganz offen zu sagen, nicht wirklich ein absoluter Investitionshammer. Also es ist jetzt nicht so, als würden unsere Investoren nur uns brauchen, um glücklich und zufrieden zu leben. Das brauchen sie nicht.
Aber nichtsdestotrotz sind wir sehr, sehr, sehr froh darüber, dass wir ein Wirtschaftsunternehmen sind, weil das für ein Wirtschaftsmagazin erstens mal keine so eine schlechte Grundvoraussetzung ist, dass wir ein bisschen was zumindest von Wirtschaft verstehen. Und zum anderen glaube ich, dass es auch diese Form von Anspannung, von Wettbewerb, von diesem, von jenem brauchen muss. Das ist uns nicht widerfahren und deswegen kann ich schlecht darüber reden. Aber wenn es ein wahnsinnig lukratives Geschäft gewesen wäre, dann finde ich, darüber nachzudenken, was man mit diesem Geld machen kann, außer dass man zum Mars fliegt, sich irgendwelche Yachten kauft oder sonstige Dinge tut, sondern was man machen kann, damit es besser wird. Das ist unser die Grundidee. Ne? Also Wirtschaft ist dazu da, um das Leben besser zu machen. Nicht mehr, nicht mehr, besser. Und wie man mit Geld versuchen kann, das Leben besser zu machen, das ist großartig. Und dafür ist Geld da, nicht für nichts anderes eigentlich. Wobei, wenn ich jetzt noch mal meine Erinnerung bemühe, weil du gerade sagtest, ihr seid nicht unbedingt das 1A-Investorenobjekt. Ich glaube, es gibt in der Autobiografie von Götz Werner, dem Drogeriemarktgründer, die Anekdote, dass er auch als Brand 1 Investor am Start war und es irgendeine Runde gegeben haben muss, wo man sich um die Renditeaussichten von Brand 1 im Gesellschafter- oder Aktionärskreis uneins war. Und er beschreibt dann, dass er das Heft hochhob, die Ausgabe von Brand 1, und sagte, das ist doch die Rendite, dass es dieses Heft gibt. Das ist doch eben die interessante Frage. Ist die Rendite etwas oder das Gute über das Primäre hinaus? Oder ist das Gute, das ihr tun wollt, das Heft, was ihr tut? Tut ihr oder wollt ihr zumindest schon das Gute tun, indem ihr das tut, was ihr tut, was eure unternehmerische Aufgabe ist? Ja. Aber das ist ja, das ist ein wunderschöner Satz von Götz Werner, meine Rendite ist das Heft. Das ist nicht jedem gegeben, der in so ein Magazin oder in so ein Unternehmen wie unser Unternehmen investiert. Und unsere Gründer, ich habe vorhin gesagt, die haben uns gegründet, als sie bei Forbes auf dem Titel waren, als jungen Millionäre, jungen, was weiß ich. Und waren es halt ein Jahr nicht mehr. Und danach mussten wir alle gucken, wie wir überleben und wie wir einigermaßen vorankommen. Also von daher, Geld ist ja immer so eine Geschichte. Ne? Wenn du es hast, kannst du da sehr locker mit umgehen. Wenn du es nicht hast, ist es halt nicht mehr so ganz locker. Also von daher, wir kennen beide Aggregatzustände. Das mit ohne Geld ist anstrengend, aber kriegt man auch hin, aber so. Und ich glaube, dass bei Götz Werner war das tatsächlich so, wobei auch Götz Werner uns immer gesagt hat, Gewinn ist nicht das Ziel eines Unternehmens, aber seine Voraussetzung. Also ein Unternehmen sollte sich nicht darauf verlassen, dass es irgendwelche reiche Spender hat, sondern es muss irgendwann gucken, dass es auf eigenen Beinen stehen kann. Das fand er schon ganz wichtig. Und ich finde das auch wichtig. Seit 25 Jahren schreibst du jetzt immer das Editorial. Ja, oder? Furchtbar, oder? Nie langweilig geworden? Ach, ich versuche jedes Jahr, wir machen jedes Jahr eine große Konferenz mit allen Kollegen. Und dann gucken wir, was wir ins nächste Jahr mitnehmen. Und jedes Jahr versuche ich erneut, die Diskussion über das Editorial anzufahren. Leider Gottes bisher, wie man sieht, ohne Erfolg. Die Kollegen wollen das haben. Es ist auch tatsächlich offensichtlich, so kriegen wir von Leserbefragungen mit, für die Leser eine Art von Einführung in das Heft, die ihnen hilft. Und manchmal ist es auch so, dass es den Kollegen hilft, weil sie dann nach dem Editorial begreifen, warum wir diesen Schwerpunkt gemacht haben. Also von daher, oder es noch mal deutlicher sagen können. Sie haben es vorher auch begriffen, aber sie haben es nicht so auf den Punkt bringen können. Also von daher ist es eine gegenseitige Arbeit. Und ich schreibe ja gerne und komme ansonsten nicht mehr dazu, im Heft zu schreiben. Von daher lasse ich mir das noch nehmen. Aber es wird ein Ende haben, das kann ich dir garantieren. Aber das heißt, das war der Kompromiss, um diese Funktion zwischen Unternehmerin und Journalistin aufrechterhalten zu können? Das Editorial, nein. Dass du im Editorial zwar noch schreibst, aber immerhin einen unternehmerischen Gesamtblick dabei auf das Heft wirfst und vielleicht dir nicht mehr die 10, 12 Seiten langen Stücke gönnen kannst als Chefredakteurin. Also das ist tatsächlich Verzicht, ja. Weil das habe ich sehr gerne gemacht. Und das geht halt nicht. Also alles, also ich zumindest. Es gibt ja Menschen, die kriegen dann noch Kinder nebenher und so. Das habe ich alles nicht geschafft. Ich habe es gerade eben zu dem gebracht. Und ich denke, irgendwann in meinem Leben werde ich wieder schreiben. Und das finde ich eine ganz schöne Aussicht.
Welche Transformationen, welche grundsätzlichen Verwandlungen gab es von euch als Magazin, von dir als Chefredakteurin während dieser 25 Jahre? Wir sind vorhin einmal eingestiegen mit der Situation, die euch zu der Gründung bewogen hat. Jetzt sind wir 25 Jahre weiter und können ja tatsächlich nachher auch nochmal darauf schauen, wie geht's jetzt eigentlich weiter mit der Weltwirtschaft und mit der Weltwirtschaftsberichterstattung. Aber was ist in den 25 Jahren passiert und was waren da wichtige Marksteine für euch? Und wie würdest du sagen, hat sich die Ökonomie in diesen 25 Jahren entwickelt und ihre Berichterstattung? Das ist eine große Frage. Also die Ökonomie hat sich so entwickelt, wie wir es alle spüren. Es ist über diese Jahre immer wieder schwierig geworden. 2008 war schwierig, hatten wir eine Finanzkrise. So. Also wir bewegen uns immer sozusagen von Krise zu dann über und so. Wenn man von heute aus zurückgucken würde, waren es eigentlich 25 ziemlich gute Jahre ökonomisch für die Weiterentwicklung, auch wenn man mit dem Ergebnis nicht so zufrieden sein muss. Und für uns als Magazin ist es, glaube ich, eher immer so gewesen, dass wir haben uns ja von aktuellen Ereignissen insofern ein bisschen abgekoppelt, als wir die aktuellen Ereignisse über Schwerpunkte reflektieren. Die Schwerpunkte versuchen immer wieder aufzugreifen, was in der Welt gerade passiert, aber wir gehen anders damit um. Und ich glaube, dass wir über die Zeit immer mehr gelernt haben, auch schwierige Themen anzupacken. Also was weiß ich, Entfremdung als Schwerpunkt anzupacken. Das hätten wir in den ersten 5 Jahren sicher nicht geschafft, weil das ist wirklich echt schwierig. Und auch Kapitalismus haben wir mehrere Schwerpunkte gemacht, in denen man einfach mal versucht, das auf die Füße zu stellen und zu gucken, was ist das eigentlich, wie geht das? Also wir haben uns immer mehr zugetraut. Wir sind bei der Linie geblieben, dass wir überhaupt gar keine Lust daran haben, alles furchtbar zu finden und alles schrecklich zu finden, sondern wir gucken immer, ob es nicht doch irgendeine Möglichkeit gibt, einen Weg, irgendetwas besser zu machen. Das ist das treibt uns an. Und ich weiß, also als zum Beispiel 2008 die Finanzkrise war, haben wir einen Schwerpunkt gemacht, der sich auch in Ausläufern damit beschäftigt hat. Und wir hatten vorher eine Recherche gestartet, schon vor der Finanzkrise, weil das war ja vorher schon ein bisschen rumpelig. Also haben wir eine Geschichte gemacht und versuchten dahinter zu kommen, wie Konjunkturinstitute eigentlich genau sagen, ob es jetzt gut wird oder nicht so gut wird. Also nach welchen Daten die das machen. Und der Kollege kam zurück von seinen Recherchen und sagte, du, das, was ich herausgefunden habe, ist, es geht irgendwie um 1% plus oder minus. Also die Frage, ob wir gut gelaunt sind oder schlecht gelaunt sind, ist 1% plus oder minus. Das war eine sehr schöne Geschichte in diesem Schwerpunkt, der dann die Zeile kriegte, keine Panik, das ist schon wieder nicht das Ende. Und das ist irgendwas, was uns leitet und was wir sind. Ne? Also es geht nicht vorbei. Okay, dann muss man gucken, wie man weitermacht. Und ich glaube, das hat sich über die Jahre immer gesteigert, über die Jahre. Ich glaube, dass wir uns mittlerweile mit sehr viel grundsätzlicheren Fragen beschäftigen, was wir auch in der Anfangszeit so nicht gemacht haben, weil die Entwicklungen auch schwierig sind. Also die grundsätzlicheren Fragen, was müsste eigentlich dieses Wirtschaftssystem noch haben, damit es besser funktioniert, damit wir nicht so viele Verlierer haben, damit wir also das sind so Fragen, die uns heute mehr beschäftigen, als das in der Anfangszeit der Fall war. Aber eigentlich, wenn man so guckt, war unsere Grundüberzeugung immer, Wirtschaft ist das Instrument, um das Leben besser zu machen. Nicht das vieles von dem, was wir haben, aber das Leben besser zu machen. Dazu brauchen wir Wirtschaft. Und wir suchen die Beispiele dafür, wie das geht und wie Menschen das machen. Weil das, was du am Anfang gesagt hast, was ist Wirtschaft? Wirtschaft ist von Menschen gemacht. Es gibt keine Wirtschaft, die nicht von Menschen gemacht wird. Krypto vielleicht, aber die verstehe ich nicht. Ist es hilfreich oder hinderlich, wenn man als Chefredakteurin eine Meinung zu dieser oder jener Sache hat? Naja, also Meinungen zu haben, ist grundsätzlich nicht schädlich. Man sollte sie nicht in Geschichten schreiben. Oder aber wenn man sie in Geschichten schreibt, sagen, dass das ein Kommentar ist. Ansonsten finde ich, dass Brand 1 ein Blatt ist, das sich eher mit Lösungen als mit Problemen, oder beziehungsweise das Probleme schildert, aber nur, wenn wir Lösungen finden. Dass wir von vornherein immer sagen, wir wollen zeigen, dass es besser geht.
das ist, kannst du Haltung nennen, kannst du Blattlinien nennen, aber das ist was, das wissen die Leser und das schätzen sie auch. Das heißt, eure Haltung ist, eine Brand-1-Geschichte taugt als Brand-1-Geschichte, wenn sie neben einem Problem auch Ansätze zu einer Lösung findet. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, weil schlecht gelaunt nach Hause kann jeder, ne? Also ich meine, da gibt es genug Medien, die einem dabei helfen. Da brauchen wir ja nicht auch noch helfen. Aber ist der Wind nicht tatsächlich heute rauer geworden und ist dieses ganze Projekt und das Versprechen in die Wissensgesellschaft, in die Utopien des Internets, in die sozialen Medien, ist das nicht irgendwie so eine Nullerjahre-Utopie gewesen? Und sind wir irgendwie jetzt 20 Jahre später in einer Zeit, in der sich viele Versprechungen, nicht zuletzt politisch, wie du schon angedeutet hast, aufgelöst haben und irgendwie Apokalypse Now an vielen Orten zu beobachten ist? Also Apokalypse ist jetzt mit mir gar nicht zu machen, das kann ich gar nicht. Sondern ich glaube, dass ein paar Sachen nicht so doll gelaufen sind, wie wir sie uns vorgestellt haben. Da haben wir noch was zu tun. Und ich glaube, dass ein paar Möglichkeiten, die wir über die Jahre dazu gewonnen haben, dabei helfen könnten, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden. Und man darf nicht aufhören. Also man darf einmal nicht aufhören, zu gucken, wo es Schwierigkeiten gibt. Und man kann auf der anderen Seite festhalten, ich meine, wir leben in einer völlig anderen Zeit als vor 25 Jahren. Wir wissen, wir haben vor 25 Jahren gesagt, die Wissensgesellschaft kommt. Nun wissen wir inzwischen, das war damals auch schon absehbar, aber es hat keiner hören wollen. Nun wissen wir, dass die Klimaentwicklung uns noch mal ein paar Transformationen abbringen wird, die noch ein bisschen heftiger sind. Wir wissen, dass die Folgen daraus dazu führen werden, dass wir auch unsere Ökonomie wirklich werden umbauen müssen. Weil wir werden es uns nicht mehr leisten können, eine Ökonomie zu haben, die mehr kaputt macht, als sie aufbaut. Also da wird sich richtig, richtig viel verändern müssen. Für ein Magazin wie Brand 1, das ist eine goldene Zeit nach gerade. Und darüber nachzudenken, wie das aussehen kann, welche Unternehmen dabei helfen können, welche Techniken dabei helfen können, wo wir Verbündete finden und wo wir gar keine suchen wollen, das wird uns in den nächsten Jahren sehr beschäftigen. Doch, das glaube ich schon. Hast du dich selber über Artikel, Geschichten, Personen geärgert, die ihr beschrieben habt und denen ihr was Gutes abgewonnen habt und die später zu anderer Zeit in einem ganz anderen Lichte erschienen sind oder wo ihr damals schon was übersehen habt, was ihr hättet sehen müssen? Gab es irgendwie richtige Ärgernisse, wo du dich selber am Ende darüber geärgert hast, dass ihr diese Geschichte so erzählt habt? Na, 25 Jahre, 25 Geschichten pro Ausgabe, 12 Ausgaben im Jahr. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie viele Geschichten das sind. Ja, da ist auch was schiefgegangen. Alles andere wäre nun auch ganz furchtbar. Und wenn was schief geht, dann haben wir eine Rubrik online, was wurde aus, wo wir beschreiben auch so. Natürlich sind Firmen, die wir beschrieben haben und die ganz toll waren, als wir sie beschrieben haben, anschließend pleite gegangen. Das ist aber auch Wirtschaft, das gehört dazu. Also auch wir können übermorgen pleite gehen und dann sind wir trotzdem geil. Das Magazin gewesen. Also von daher muss, ne, so. Und es gibt auch, da gibt es allerdings wenige, aber es gibt, jetzt fällt mir dieses, wie hieß diese Firma, die Rohre unterm Dings durchgeschossen hat, weißt du das noch? Also der Ostsee. Nee, es war ein baden-württembergisches Unternehmen, die großartig gelobt wurden, auch von uns, die aber dann anschließend, wo sich anschließend rausstellte, dass sie nicht die große Firma waren, die den gesamten Straßenbau neu macht, sondern dass sie eine einzige Maschine hatte, die auch nicht konnte, was sie konnte. Also es war eine Betrügerfirma. Und, zur Warnung deren Privatsphäre sagen wir den Namen jetzt einfach nicht. Ja, sehr gut. Sehr gut gemacht. Ja, also von daher, sowas kommt vor, ja. Aber wir haben es nicht oft, ehrlich gesagt. Und wenn wir es haben, würden wir es offen machen und erzählen. Das ist das Leben. Also ich meine, wir sind ja keine Wahrsager oder sowas alles. Wir sind Journalisten, wir versuchen zu recherchieren und, und. Wir haben einmal richtig, richtig Ärger gehabt mit auch einem großen deutschen Medium, weil wir eine Geschichte geschrieben hatten über Chiquita. Chiquita kennen die Älteren unter Ihnen als die ganz Bösen. Ne? Das war American Fruit, das waren diejenigen, die in Lateinamerika Diktaturen eingesetzt und Demokratien gestürzt haben. Also richtig, richtig schlimme Finger.
Und ich war bei irgendeiner Veranstaltung, wo ein Wirtschaftsethiker aus St. Gallen erzählte, dass es wenige Firmen gäbe, die die Transformation so konsequent machten wie Chiquita, weil diese Transformation begleiteten durch ein Ampelsystem und wirklich jedes Mal genau zeigten. Also die Grünen, das haben wir geschafft, das Orangen, das haben wir noch vorgenommen, das Rote haben wir richtig in den Sand gesetzt. Das fand ich angesichts meiner Jugend, also das ist sozusagen so ein Jugendhassobjekt, American Fruit, fand ich das bemerkenswert und habe unseren Amerika-Korrespondenten gefragt, ob er das nicht machen wollte. Und der hat sich da richtig reingekniet, der ist da hingefahren, der hat mit den Gewerkschaften geredet, der hat dies gemacht, der hat jenes gemacht. Und hat eine sehr differenzierte und überhaupt nicht euphorische Geschichte geschrieben, die erzählte, wie diese Firma versuchte, und zwar nicht, weil sie plötzlich gut geworden waren, sondern weil man mittlerweile, weil die ganzen chemischen Mittel so teuer waren, dass das auch langsam aber sicher richtig ins Geld ging. Also die versuchten ihre Sachen nicht unbedingt bio, aber zumindest mit weniger Mitteln und sowas alles zu bespritzen. Und sie versuchten, eine bessere Firma zu werden. Das hat er sehr differenziert beschrieben. Und dieses große deutsche Medium hatte dann zum ersten Mal uns erwähnt. Wir waren damals auch schon 10, aber wir wurden dann zum ersten Mal erwähnt. Und er stellte also fest, dass wir uns von der PR-Agentur hätten einfangen lassen. Und dann hast du verärgerte Leser und dann versuchst du das in irgendeiner Form richtig zu stellen. Wir haben dann eine Doppelseite im Heft genommen und haben die Geschichte erzählt und haben genau erzählt, auch was da drin war. Wer die Geschichte gelesen hatte, wusste, dass wir niemanden aufgesessen waren, sondern dass wir alles differenziert beschrieben haben. Aber die wenigsten lesen ja eine Geschichte, wenn sie dir dann eine wütende Mail schreiben, dass sie jetzt dein Abo kündigen. Also das würde ja... Das ist aber ja auch zu viel aus solcher Art von Scheitern, sagst du, schöpft ihr wiederum die Geschichten. Das ist ja interessant. Ja. Also das Scheitern ist nicht etwas, was verborgen wird, sondern das Scheitern ist wiederum etwas, was ihr zum Gegenstand von Geschichte... So eine Geschichte, dolle Doppelseite, kannst du noch heute angucken. Ja. Nun seid ihr heute viel mehr als nur ein Magazin. Ihr seid als Magazin gestartet und macht heute noch ganz viel anderes. Was macht ihr noch und wie kam es dazu? Naja, ich hatte vorhin erzählt, dass unser steiler Aufstieg erstmal durch 9/11 gestoppt worden ist. Und dann waren unsere Aktionäre auch ein bisschen angeschlagen. Und dann haben wir überlegt, wie könnten wir es schaffen, dass wir überleben, weil ein Magazin zumindest mit dem Qualitätsanspruch, den Vorstellungen, die wir hatten, in die Welt zu bringen, kostet einfach Geld. Das muss man sehen, ne? Du verdienst oder du hast weniger Anzeigen und Vertriebserlöse, als das Magazin kostet und dein Apparat kostet. Und dann haben wir damals beschieden, dass wir Corporate Publishing machen. Also wir machen Magazine für Unternehmen. Allerdings nicht für jedes Unternehmen und schon gar nicht alles, sondern wir machen nur dann Magazine für ein Unternehmen, wenn dieses Unternehmen ein Wissensunternehmen ist und wenn es möglich ist, dessen Wissen in kluge Magazine zu packen. Und damit haben wir dann angefangen. Wir hatten als erstes eine Versicherung im Sinn, weil Versicherungen haben ja Forschungsinstitute die Hölle und wissen alles über Unfälle, alles über Klima, alles über. Und wenn man dieses Wissen in schöne Geschichten packen würde und das dann an Universitäten bringt, dann würde eigentlich jedem geholfen sein können. Die Versicherung hat das aber nicht gemacht. Aber McKinsey hat es dann gemacht. McKinsey hat dann mit uns 20 Ausgaben gemacht und die haben uns tatsächlich in dieser ersten Zeit sehr geholfen. Also in den ersten 5 Jahren, glaube ich, waren die bei uns. Und interessanterweise, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir das nicht heimlich machen, sondern dass wir das offen machen. Deswegen hieß die Tochterfirma Brand 1 Wissen. Und wir haben niemals von irgendeinem Leser gehört, wie könnt ihr für McKinsey arbeiten, was ist das denn? Sondern die fanden eigentlich diese Magazine auch sehr toll, waren sie auch. Viele mittelständische Unternehmer haben ein Abo sich bestellt, weil sie sich dachten, kriegen sie diese teuren McKinsey-Berater doch für günstigeres Geld. Und so, das hat uns, wie gesagt, in der Anfangszeit geholfen. Wir waren sehr früh Podcast, weil wir viele Leser hatten, die uns, also und auch sehr früh, dass wir das Heft als Hörbuch oder als machen, weil wir viele Leser hatten, die schwer hörten und die uns eben schrieben, dass es ihnen sehr, sehr helfen würde, wenn wir ihnen dabei, oder die nicht schwer hörten, weil das würde nicht geholfen haben, sondern die schlecht sahen und die uns um Unterstützung baten. Die Podcasts waren, mit dem Podcast waren wir, wie gesagt, der erste Wirtschaftspodcast, den wir hatten.
Und so hat sich das dann immer so weiterentwickelt. Und dann vor 7 Jahren, 5 Jahren, 6 Jahren kam eine Kollegin, eine Redakteurin, die kam und sagte, sie hat tolle Geschichten gemacht, die hat die Bilanz gemacht im Heft, das war wirklich toll, aber sie kam und sagte, sie hat keine Lust, die nächsten Jahre nur durch Geschichten zu Brand 1 beizutragen, sie möchte was anderes machen. Ja gut, habe ich gesagt, dann lass dir was einfallen. Und dann kam sie und dann hatte sie 2 Ideen, die waren so mittel bis schlecht. Und dann hatte sie eine, die war großartig, weil sie sagte, sie möchte gerne ein Training machen für Geschäftsführer und Menschen in Unternehmen. Und die Idee ist die, sie holt 12 davon zusammen, die sucht sie aus durch Gespräche und nur wenn die zusammenpassen, werden die eine Gruppe. Und das Versprechen ist, die treffen sich 4-mal im Jahr und am Ende, jeder bringt ein Problem mit und am Ende hat er sein Problem gelöst. Ich habe gesagt, mein Gott, wenn du das hinkriegst, na denn. Und dann hat sie damit angefangen. Das läuft jetzt im 5. Jahr. Wir haben die ersten, also die 300 sind, glaube ich, durch. Und das läuft sehr gut weiter. Die Leute wollen alle zusammenbleiben, weil das eine besondere, also es ist offensichtlich ein besonderes Training. Es sind tolle Leute dabei, tolle Firmen, die mit uns arbeiten. Und was interessant ist, das spielt alles zusammen. Also das, was Brand 1 vermittelt hat, darüber haben wir noch gar nicht geredet, Brand 1 lebt, dass wir 25 Jahre leben, hat ja vor allen Dingen auch damit zu tun, dass Brand 1 ein Gefühl von, es geht voran, wir lösen Probleme, wir wollen lieber nach Lösungen gucken, als dass wir ständig uns die Laune schlecht machen. Dieses Grundgefühl sorgt auch dafür, dass Brand 1 Leser eine Verbindung untereinander haben und Vertrauen zueinander haben. Und das haben wir immer wir haben Konferenzen gemacht, das haben wir dann auch irgendwann. Ne? Vor Corona hatten wir eine Zukunftskonferenz und da konntest du immer sehen, die Leute haben viel miteinander zu tun. Die können miteinander reden, egal wie spät und so. Und die haben und bei den Veranstaltungen, also bei den Safari-Veranstaltungen, so heißt dieses, war es vom ersten Moment an klar, dass die 12 Leute, die da zusammen sind, sich vertrauen. Die haben sich nach einer halben Stunde über Scheidungen und über alles Mögliche erzählt. Es gab keine Zurückhaltung, weil sie wussten, erstens, das sind auch keine Arschlöcher und zweitens, ich kann denen vertrauen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, mit dem Magazin und den 25 Jahren und alles, was wir so hinter uns gebracht haben, aufgebaut haben und was jetzt sich in Safari fortsetzt. Und dann machen wir noch andere Veranstaltungen, dann machen wir mittlerweile Deeps, das sind einstündige bis anderthalbstündige Video-Sessions, was Verlage heute alle machen, weil die furchtbare Nachricht ist natürlich die, dass wir ein sehr schönes Magazin machen, das sich ganz schlecht digitalisieren lässt. Ausgerechnet wir, die wir ja so viel über Digitalisierung geschrieben haben, haben ein Magazin gemacht, das die Leute lieber in Papier haben. Und wir waren die Ersten auf dem iPad, aber das hilft nicht. Ne? Also die Leute abonnieren das erstmal auf dem iPad und dann wollen sie es aber doch lieber auf Papier haben. Und das ist natürlich ein abnehmendes Geschäft. Also von daher verlieren wir an Auflage, der Anzeigenmarkt ist ein Desaster. Und wir müssen uns jede Menge Gedanken von morgens bis abends machen, wie wir überleben. Das ist übrigens Wirtschaft. Aber das heißt, ihr verkörpert in dieser 25-jährigen Geschichte auch die Facetten, die ein Wissensunternehmen, wie du euch am Anfang beschrieben habt, sozusagen abdeckt. Das heißt, ihr seid im gewissen Sinne eine Bildungsveranstaltung, ein Bildungsunternehmen, ihr seid ein Medienunternehmen, ihr seid ein Dienstleister im Wissensmarkt. Dienstleister nehme ich gern. Dienstleister und Medienunternehmer, Medienunternehmen, beides sind wir. Und ich finde tatsächlich, dass Medien Dienstleister sind. Das sagen wir immer, wir sind Dienstleister unserer Leser. Also was sie von uns erwarten können, ist, dass wir uns wirklich, wirklich den Arsch aufreißen, um die besten Geschichten und so zu erzählen, dass sie stimmen, dass sie, wir haben eine Dokumentation bis heute, wir haben eine Schlussredaktion bis heute, also vieles, was große Verlage in Teilen geschlichen haben, das ist die Dienstleistung. Alle Kollegen im Haus haben dieses Grunddienstleistungsgefühl, wir beantworten jeden Leserbrief und sowas alles. Ja, ich glaube, dass wir das alles sind. Bildungsveranstaltung, weiß ich ja nicht. Ne? Ich weiß nicht. Brand 1 Wissen.
Ja, nun, aber das war die Corporate Publishing Tochter. Die heißt mittlerweile auch anders. Aber die Zukunftskonferenz. Die Zukunftskonferenz, ja. Also man kann das alles Bildung nennen. Man kann sogar das Lesen eines Magazines Bildung nennen. Aber ich denke an den selbstgewählten Bildungsauftrag der ökonomischen Aufklärung, der letztendlich sich in diesen ganzen Formen und Formaten wiederfinden lässt. Ja, aber du kennst mich und du weißt, also es ist, ich muss das nicht so überhöhen. Wir machen ein, glaube ich, ziemlich gutes Magazin und daneben noch viel andere großartige Sachen. Und die Bildung, ich würde gerne, also wir haben einen sehr schönen Schwerpunkt Bildung gemacht. Und ich würde gerne mit Leuten darüber nachdenken, wie man aus dieser Deadlock-Position kommt, die wir sie in der Schweiz hoffentlich nicht, aber wir in Deutschland haben, dass es nicht gelingt, eine Institution wie die Schule so zu öffnen, dass Kinder vorbereitet werden auf eine Welt, in der eben nicht mehr Bildung das ist, was es vor 40 Jahren, vor 30 Jahren war. Also die Weiterentwicklung von Bildungseinrichtungen, eine Lösung für dieses Problem, da würde ich gerne drüber nachdenken. Macht ihr noch ein Heft dazu? Haben wir. Habt ihr? Ja. Aber dann, waren die frappierendsten Antworten? Was waren die überraschendsten Lösungen? Oder was ist dir geblieben? Warum fängst du bei diesem Thema Feuer? Warum beschäftigt dich das nachhaltig? Naja, ich glaube, mich beschäftigt erstmal nachhaltig, dass wir in Deutschland ungefähr, ich glaube, ich bin so schlecht mit Zahlen, aber ich glaube, 400.000 Kinder und Jugendliche haben, die ohne Abschluss aus der Schule gehen. Und dass wir auf der anderen Seite über Facharbeitermangel und all so ein Kram klagen und dass wir das nicht aufeinander kriegen, dass wir es nicht schaffen, Kindern Spaß daran zu machen, dass sie irgendwas lernen. Und in der Geschichte oder in dem Heft, damals haben wir von diversen Einrichtungen geschrieben, die versucht haben, Kinder, die ohne Abschluss von der Schule abgegangen sind, zu begeistern und mit ihnen Sachen zu machen, die ihnen Spaß gemacht haben. Und der ganze Schwerpunkt stand unter der Überschrift, dass wir gesagt haben, lasst uns aufhören, ständig über Abschlüsse zu reden, sondern lasst uns über Anschlüsse reden. Lasst uns darüber reden, wie es gelingt, Kindern und Jugendlichen den Anschluss an diese Gesellschaft, an die Wirtschaft, an dieses, an jenes zu schaffen. Aber wir denken nur in Abschlüssen. Das gilt genauso für Migration, das gilt für alles. Wir wollen immer ein Papier haben. Und das war ein wichtiger Punkt für diesen Schwerpunkt, dass wir gesagt haben, wir müssen überlegen, welche Abschlüsse brauchst du eigentlich, um bestimmte Dinge zu tun. In Deutschland zumindest, ich weiß nicht, wie es hier war, in Deutschland gab es an der Uni, an der Schule so gut wie keine Ausbildung für Computer vor 25 Jahren. Aber die Kinder haben das alle gelernt, weil die in die Kaufhäuser gegangen sind und dort in den Computerabteilungen gespielt haben. Also, und es sich selber beigebracht haben. Oder einen kannten, der einen kennt, und es sich selber beigebracht haben. Man muss nicht alles institutionalisieren, aber man muss vielleicht ab und zu mal Barrieren aus dem Weg räumen, darüber nachdenken, wie man Bahnen schafft, Freiräume schafft. So, das war unser Bildungsansatz. Von daher möchte ich keine Bildungseinrichtung sein, das gruselt mich eher. Seid ihr auf gute Weise unwichtiger oder weniger exklusiv geworden im Laufe der letzten Jahre, weil es andere Nachahmer auf eurem Feld der Wirtschaftsberichterstattung gegeben hat, sodass du auch sagen würdest, es hat sich in den letzten 25 Jahren grundsätzlich an der Wirtschaftsberichterstattung etwas geändert? Ja, das hat es sich ganz bestimmt. Es hat auch in den etablierten großen Wirtschaftsmagazinen gibt es längst andere Geschichten. Es gibt eine andere Form auch von Wirtschaftsjournalisten, die verstanden werden wollen. Das hat sich sicherlich sehr geändert, verglichen mit vor 25 Jahren. Es gibt viele Neuerfindungen, viele neue Medien, die auch versuchen, andere Bereiche von Wirtschaft sich anzugucken und. Doch. Da gibt es viel, aber es ist halt außerhalb der etablierten Verlage immer noch ein sehr anstrengender Überlebenskampf. Das muss man schon sehen. Also auch für die Kleineren. War dir in den letzten 25 Jahren immer klar, dass du Brand 1 die Treue hältst? Und ist das Versprechen von dir immer noch dem Magazin gegeben? Oder
Wie würdest du deine 25 Jahre im Verhältnis jetzt zu dieser Gründung reflektieren? Wir sind quasi verbunden. Das ist relativ schwer zu trennen. Also Brand 1 und ich, meine ich, in den vergangenen 25 Jahren. Es wird sich in Zukunft trennen, weil das geht mir nicht besser als allen anderen. Man wird alt. Und ab einem bestimmten Alter will ich, glaube ich, wieder schreiben. Also von daher habe ich jetzt meinen Nachfolger im Haus. Wir machen einen Übergang und in ein paar Jahren werde ich dann nur noch denken und schreiben. Das wird sehr schön sein. Und das Editorial von anderen lesen können. Das Editorial von anderen lesen können, genau. Also das, so wird es kommen. Wie schaffst du es dennoch? Seit 15 Jahren haben wir losen E-Mail-Kontakt, immer eine Antwortgeschwindigkeit an den Tag zu legen, die seinesgleichen sucht. Ja, das ist eine interessante Frage. Das fragt mich mein Nachfolger auch und der findet es ehrlich gesagt abartig. Aber ich bekomme mal als erstes die Nachricht, du bist eine Woche im Urlaub und 5 Minuten später bekomme ich die Nachricht von dir, die die Antwort auf meine Frage darstellt. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, der wichtigste Draht nach draußen, Mails. Ne? Also als wir angefangen haben, war das ja noch was Neues und auch eine neue Form von Medium. Und ich fand das total aufregend. Und wir sind, als wir eingestellt worden sind, wir über Wasser gehalten haben durch Tausende von Mails, wirklich ernsthaft, wo du heulend vom Rechner saßt, weil wie könnt ihr, was soll das und so. Und gerade in den schwierigen Zeiten sind wir dadurch sehr gestützt und auch worden. Und unsere Leser sind natürlich auch das, was uns lebensfähig machen. Und von daher, ich kann das gar nicht anders. Ich kann nicht, wenn ein Leser eine Frage stellt, mir sagen, ja gut, das mache ich Freitag. Das kriege ich nicht hin. Also mache ich es lieber gleich und dann... Das heißt, das war auch ein Teil eures Dienstleistungsversprechens. Ich glaube auch, dass jeder Redakteur mit E-Mail-Adresse und Anschrift quasi im Blatt gewesen ist und sich nicht in einem Arkanum von Großkonzernen oder in den heiligen Hallen der schreibenden Zunft verborgen hatte. Nee, aber das hat natürlich auch damit zu tun, so wie wir, ne? Also eingestellt, hochgekrabbelt, fast pleite gewesen, wieder hochgekrabbelt. Also wir sind ja auch in den ersten 2 Jahren zumindest ein bisschen in der Öffentlichkeit gestorben und wieder auferstanden. Und von daher war das völlig klar, dass wir auch nahbar und angreifbar und sowas alles waren. Und ich glaube, das Besondere ist, dass wir es uns erhalten haben. Also in dieser Anfangszeit, wenn man nicht weiß, ob man morgen noch lebt, ist es vielleicht leichter, diese Form von Dauerkommunikation zu machen. Aber wir haben es halt 25 Jahre gemacht und ich glaube, es gehört auch zu uns. Du kannst Brand 1 immer erreichen und du kannst, also was weiß ich, am Wochenende kriegte ich eine Mail von einem Abonnenten, der erzählte, dass er sein Heft nicht gekriegt hat. Und dann habe ich ihm sofort zurückgeschrieben und habe ihm geschrieben, dass er Montag ein neues kriegt und dass es uns leid tut und so. Das ist nicht viel Mühe, das in so einen Sonntag zu pressen. Aber es hat große Wirkung. Vielleicht zum Abschluss noch mal den Blick aufs große Ganze, auf die Weltwirtschaft, die Weltwirtschaftsberichterstattung. Was glaubst du, sind die großen Herausforderungen oder gibt es einen ähnlichen Epochenbruch angesichts von Digitalisierung, angesichts von künstlicher Intelligenz, wie ihr ihn vor 25 Jahren mit der Wissensgesellschaft am Horizont habt aufgehen sehen. Was sind die großen Linien, auf die man in den nächsten 10, 20, 50 Jahren wird achten müssen in der Wirtschaft und in den Geschichten, die von ihr erzählt werden? Wird es eine KI-Wirtschaft und werden die Geschichten von dieser Wirtschaft von KIs erzählt werden? Das Interessante ist, dass wir ja vor 25 Jahren nicht die nächsten 25 Jahre vorhergesehen haben, sondern gesagt haben, da passiert was. Und dass jetzt was passiert, da brauchen wir jetzt gar kein Prophet für sein. Es passiert sehr viel mehr und es passiert auf unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube, wir haben viel zu tun und viel zu arbeiten. Es gibt überhaupt keinen Grund, finde ich, grundsätzlich nicht, weil das nicht hilft für Panik. Aber ich glaube, wir haben das, was ich vorhin sagte. Also wir haben eine Veränderung, die dafür sorgt, dass eine Menge von Leuten sich abgehängt fühlen und nicht mehr Teil dessen, was jetzt Wohlstand ist. Ne? So, das ist das eine. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Leute auch verloren, weil wir
weil die Einkommensunterschiede sehr viel größer geworden sind. Also wir haben Verwerfungen innerhalb der Gesellschaft, die ich beunruhigend finde und wo ich auch finde, dass Ökonomie sich eine Lösung dafür ausdenken muss. Das ist ein ökonomisches Problem und das ist nicht nur ein politisches Problem. Da müsste man drüber nachdenken, wie man das hinkriegt. Darüber denken wir auch nach. Und das andere ist, dass KI und all diese ganzen, die Technik, ich habe so eine Neigung, dass ich mich nicht mit, also nicht gegen Sachen sträube, die ich nicht verändern kann, nicht verhindern kann. Und ich glaube, wir werden KI und Digitalisierung nicht verhindern können. Also kann es nur sein, dass wir alle so viel wie möglich uns damit beschäftigen, sodass wir wissen, was da auf uns zukommt. Dass wir verhindern können, dass nur noch Fake News die öffentliche Diskussion bestimmen. Also wir müssen uns da einmischen und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir versuchen das. Also mein Kollege Holger Volland hat ja ein Buch geschrieben, Overload, in der er eben beschreibt, wo das überall schon stattfindet und was wir tun müssen und wo wir uns einsetzen müssen, um zu verhindern, dass wir irgendwann in so einer Fake-Welt leben. Ne? Also Truman's World ist ja, glaube ich, alles, wollen wir ja alle nicht hin. Also da wird sehr viel zu tun sein. Und was die andere, was viele, viele andere, also die Hardware-Wirtschaft angeht, da wissen wir alle. Ich meine, wir haben so unendlich viel zu tun an neuen Energieformen, an neuen Bauformen, an neuem Diesen. Also wenn man davon ausgeht, Wirtschaft ist überall dort, wo ein Problem ist, dann haben wir jetzt die absolute Hochkonjunkturzeit vor uns. Wir haben unendlich viel zu tun, weil wir so viele Probleme haben und so viel besser zu machen haben. Das wird auch so kommen. Wir müssen nur uns irgendwann mit der Frage auseinanderzusetzen, wie finanzieren wir das, welche grundsätzlichen Voraussetzungen braucht die Gesellschaft, um das zu machen. Und. Also Digitalisierung, Eingeschichte, das andere. Wir haben unendlich viel zu bauen. Ich meine, gucken Sie sich die Straßen an. Gucken Sie, also in Deutschland, ich weiß nicht, wie es hier ist, in der Schweiz. Aber in Deutschland könntest du ein super Konjunkturprogramm hinlegen. Ich freue mich, dass wir hier auch immer wieder viel zu tun haben und immer wieder im Gespräch sind mit Menschen, die anpacken und die etwas tun. Ein Gespräch kann man nur führen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass der andere etwas zu sagen, ja, dass er Recht haben könnte. Deshalb laden wir immer wieder in der Gesprächsreihe UM Politics Talks Menschen aus Wirtschaft, aus Kultur, aus Politik ein. Ich freue mich, dass ich diese Spielzeit 2023, 2024 dieser Gesprächsreihe moderieren durfte. Das ist die letzte Veranstaltung dieser Spielzeit gewesen. Ich darf Sie jetzt verweisen auf den Büchertisch der Buchhandlung Labyrinth, mit der wir kooperiert haben und die heute ein Best-of der UM Politics Talks Spielzeit präsentieren wird und natürlich Brand 1 Books präsent hat. Ich danke ganz herzlich dem Team, wie man so schön sagt, hinter der Bühne, was immer wieder diese Veranstaltungen mit ermöglicht hat. Ich freue mich, dass die Veranstaltungen ab Herbst, ab September dann auch wieder weitergehen werden. Das heißt, Sie dürfen sich ab September auf eine neue Spielzeit UM Politics Talks 2024, 2025 freuen und sich mit mir freuen auf viele weitere Gäste. Schön, dass viele von Ihnen immer wiedergekommen sind. Schön, dass einige das erste Mal heute hier sind. Kommen Sie gerne alle wieder. Seien Sie hier immer herzlich willkommen und haben Sie einen schönen Abend. Ganz herzlichen Dank, Gabriele Fischer, danke dass du dir heute Abend hier zu Gast gewesen bist.